Puscheltest. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hallihallo, Servus, der Camper Tobi meldet sich von einem wunderschönen kleinen Stausee mit Staudamm. Und da haben wir uns postiert. Wir heißt diesen jungen Mann, das hört sich immer gut an, ich freue mich auch immer über den jungen Mann. Hallo zusammen. Den kennt ihr, hoffentlich. Florian von Plugvan. Florian von Plugvan. Mal wieder. Ein Berliner bist du nicht. Ich habe dich gerade gefragt, du kommst eigentlich ursprünglich aus Oldenburg, bist genau. Niedersachse. Oldenburg und Oldenburg. Das konnte ich mir jetzt eine Minute lang merken. Moin. Moin. Das ist im Moin-Revier für uns. Auf jeden Fall. Und ich bin der niederbayerische Schweizer mit dem italienischen Kennzeichen im Moment. Ja. Aber um das geht es heute nicht. Es geht um eine Fortsetzung, da freue ich mich sehr. Wir haben uns hier, in Mitte Deutschland ist es nicht, aber im schönen Baden-Württemberg getroffen. Campingplätze machen gerade auf. Da hinten seht ihr, sind zwei schöne Campingplätze. Wir waren auch gerade dort. Wirklich hübsch. Und da hat man uns den Tipp gegeben, dass wir hier ein schönes Foto- und Filmmotiv haben. Bisschen Sonne geht ab, aber ihr seht, sie arbeitet an sich. Ist wirklich nett. Die Sonne arbeitet an sich. Okay. Plugvan. Genau. Die erste Vollausstattung darf ich mal endlich sehen. Ja. Cool. Das letzte Mal hatten wir die Basisausstattung gezeigt, auf den Transportertagen war das, glaube ich. Und jetzt habe ich meine Vollausstattung mitgebracht in unserem neuen Design. Gaukler nennt sich das. Dazwischen hatten wir noch das Werkstattmodul, das hänge ich oben dazu in Berlin. Da hatten wir einen netten Treff bei strahlendem Sonnenschein vor dem zweiten Lockdown. Stimmt. Mann, oh Mann, die Zeit vergeht. Beim B5 Center. Ja, richtig. Ja, das ist dieses Outlet Center gewesen, war ich auch das erste Mal. So sieht er aus, der Crafter in diesem Fall. Genau, also. Die Idee ist wieder wie vorher auch, man nimmt einen beliebigen Transporter, einen beliebigen Kastenwagen, von der Höhe her H2 muss er haben, also ein Standardhochdach soll er haben und dann geht aber von L1, L2, also kurzer Radstand, mittlerer Radstand, das passt immer rein, das Modul. Und genau, mit der Vollausstattung haben wir es im neuen Design Gaukler. Und genau, das heißt ein bisschen die Farben ein bisschen anders und vor allen Dingen unser Hubtisch fällt immer als erstes auf und die drei schönen Oberschränke, wo man noch ein bisschen Sachen verstauen kann. Wir haben in der Vollausstattung eine 32 Liter Dometic Kühlbox versteckt. Ja. Kann ja mal kurz zeigen, was wir alles so dabei haben. Ich muss dich gleich noch ansprechen auf die Bezeichnung Gaukler. Ja. Gaukler haben wir alle im Kopf. Wahrscheinlich mehr von dem Gaukler. Das ist halt einer, der die Menschen bespaßt hat. Einer auf der Straße, meistens, glaube ich, Mittelalter in die Richtung. Ja. Ihr werdet uns sicher korrigieren oder mich. Genau. Aber was ich bis dato nicht wusste, der Gaukler ist ein bekannter Raubvogel, beziehungsweise so adlertechnisch, oder? Genau, gehört zur Gattung der Adler. Mhm. Und auch wenn wir bunte Farben drin haben, haben wir uns tatsächlich an dem Adler orientiert, also an dem Greifvogel. Ja. Der ist besonders berühmt für seinen gaukelnden, also so ein bisschen schaukelnden, langsamen Flug. Mhm. Seine Flugart legt pro Jahr 4000 Kilometer zurück. Okay, also perfekt, Symbiose wieder da. Genau, und schön gemächlich, so mit 60 km/h. Mhm. Und da dachten wir, okay, das passt. Und die Farben von ihm haben uns auch inspiriert. Stimmt. Und er hat so ein dunkles, blaues Gefieder, einen leuchtend orangenen Schnabel. Und da wir es ja etwas farbenfroher mögen, sag ich mal, als so der normale Campingbus, genau, haben wir gesagt, das probieren wir mal aus, das sind jetzt unsere neuen Farben. Finde ich eine coole Idee und da muss man immer auch mal drüber nachdenken und man kann das dann hier gleich mit einfließen lassen. Du hast mir vorhin erzählt, ihr seid so ein bisschen aktiv auf Social Media, ein bisschen ist gut. Du hast auch einen Volltreffer gelandet, kann man sagen, in TikTok, das kann man ruhig Werbung machen. Ja. Mit wie vielen Klicks habt ihr da drauf? Knapp eine Million jetzt. Ich glaube, wir sind bei 990.000 Klicks. Ich werde hier gerade blass verneid, aber es sieht ja Gott sei Dank keiner bei mir. Ja, und TikTok ist halt auch schnell weggewischt. Ne? Aber es ist, genau. Also ein bisschen fundierter machen wir. Ja, die anderen Videos, das waren halt so 12, 15 Sekunden oder sowas, wo wir so ein bisschen unsere Story erzählt haben. Und das ist unheimlich gut angekommen auf TikTok. Genau. Hallo, grüß Gott. Wir sind hier ganz einsam, aber glatt, wenn wir filmen, bummelt jemand vorbei. Aber alles kein Problem. Sie dürfen ruhig ganz entspannt hier vorbeimarschieren. Wir machen hier nur ein kleines Video. Das ist immer ganz schön. Dann sehen die Zuschauer, das ist ganz authentisch. Und wir filmen ja niemanden an, außer das, was uns interessiert. Und das bist du und das Modul. Vor allen Dingen hoffentlich das Modul. Und dann gehen wir mal runter auf die angesprochene Kühlbox. Genau, wir haben hier die neue Dometic-Kühlbox mit 32 Litern drin. Ist natürlich ein schickes Ding. Das ist schick, ja. Jetzt so rum eingebaut, wir können sie auch andersrum hinbauen, je nachdem, wie man lieber kocht. Ne? Also kocht man drin, die meisten kochen ja eher draußen, dann bietet es sich natürlich an, sie umzudrehen. Er kann sich ja jederzeit selber umstellen, der Kunde. Genau, wo esse ich?
entweder draußen am Campingtisch oder wir haben hier unseren begehrten Hubtisch. Der ist übrigens auf Pinterest sehr beliebt. Ja, der ja hat, hau rein, das genau, ist gut, ich finde das klasse. Wir sind auch auf Pinterest und der Tisch, jetzt eben das, was ich jetzt zeige, dieses Ausziehen, dieses Modulare, das hat, glaube ich, 2 Millionen Views, aber was auch immer das auf Pinterest bedeutet. Ja, aber es gehört dazu heutzutage, wenn man sieht, es kommt ja auch Feedback zurück, das ist das Wichtigste. Ja. Genau, und das ist der große Tisch, an dem man arbeiten kann oder essen kann. Oder arbeiten und essen. Oder arbeiten und essen. So, ganz begehrt bei mir zum Beispiel. Und hier drin haben wir noch Platz für Geschirr oder für den Gaskartuschenkocher. Ja. Genau. Schick. Das ist echt eine Errungenschaft. Und dann ist es unser Hubtisch, weil wir nachher den gesamten Innenraum zum Bett umbauen. Ja. Das heißt, wir haben nachher ein Bett, das je nach Transporter entweder 1,55 breit ist oder 1,75 sogar in den breiten Geschichten. Du fährst jetzt ja auch mit dem Fiat rum. Im Fiat hat man tatsächlich oder baugleichen Modellen 1,75 breite Bettbreite. Genau, dafür kann man im Crafter und Sprinter den ganzen Rahmen auch noch 10 cm höher bekommen. Ah ja, dann passt er aber nicht mehr in alle Fahrzeuge. Okay. Rein. Übrigens, falls ihr an der Stelle dieses Projekt ist es ja gar nicht mehr. Es ist ja so, dass ihr in der Auslieferung seid, dass ihr einige Bestellungen bekommen habt. Genau. Es ist ja eine Riesengeschichte gewesen, vor 2 Jahren, wie ihr Premiere gefeiert habt. Ja. Und das ist natürlich nicht was für jeden, das ist ganz klar. Mein Joghurtbecher mag auch nicht jeder fahren, das ist halt mal so. Aber es ist eine ganz tolle Geschichte. Ich bin froh, dass sich mal jemand darum kümmert, um auch die Infrastruktur zu nutzen von einem bestehenden Fahrzeug. Ja? Ja. Wenn du Handwerker bist, schiebst du es hinten rein, fährst in Urlaub. Genau, also das ist uns ganz wichtig. Das ist eine Lösung für Besitzer von Kastenwagen. Um die geht es uns. Mhm. Also Leute, die ohnehin einen Kastenwagen haben. Für die ist das eigentlich eine nette Lösung, um das vorhandene Fahrzeug eben auch mehrfach verwenden und auch als Camper verwenden. Und oder wer das sehen will, wie es funktioniert mit dem Außeneinladen, das sparen wir uns dieses Mal. Da hängen wir das Video von Berlin dazu, weil da hat sich ja nichts geändert. Dann sieht man auch, wie schnell das ein- und ausgeladen ist. Genau, also ein bisschen was hat sich geändert, aber kann ich gleich nochmal vorne zeigen. Entschuldige, ich bringe dich wieder durcheinander. Ich muss immer so viel quatschen. Genau, und genau der Hubtisch. Ne? Also wenn ich jetzt schlafen will, dann stört er ja so ein bisschen. Ah. Und dann kann ich den Hubtisch halt nach oben fahren. Und dann kann man hier unten drunter wunderbar mit den Beinen liegen. Ja. Genau. Und hab dann hier hinter, verbirgt sich unsere... verbergen sich die weiteren Teile, um das Bett aufzubauen. Ja. Und das spare ich mir jetzt tatsächlich, aber dann habe ich halt nachher hier ein wunderbar großes Bett. Und wenn man das Panoramafenster dann zumacht, dann bin ich tatsächlich auf der Höhe vom Panoramafenster mit meinen und kann rausschauen in den Nachthimmel. Dann lässt du die Türen einfach offen und das ist dann genau der Grund. Ja. Also Panoramafenster, ich zeige es euch auch nochmal, das steht natürlich jetzt hier vor. Hier seht ihr jetzt einen Haufen Panorama, das ist super. Ich stehe auf Panoramas. Genau, was soll ich dir noch erzählen? Wir haben 280 Ampere-Stunden Batterien drin, also 160 Ampere-Stunden. Wir haben einen kleinen Radiator, genau, von Radiator nicht von Eva Polar, sondern ein Verdunstungskühlgerät, das so ein bisschen für eine angenehme Kühle sorgt, wenn es gerade so heiß ist. Mhm. Wir haben hier unsere kleinen, kann man Sachen drin lagern, unsere Boxen. Die kann man auch verschieben, ne? Also so, dass man auch sagen kann, jetzt soll mal hier jemand sitzen, dann packe ich die alle rüber, kann noch das Polster rüberbringen. Genau. Wir haben 2x 43 Liter Wasser drin, 43 Liter Frischwasser, 43 Liter Abwasser und genau, insofern passt das eigentlich alles ganz gut. Unglaublich, was das hermacht. Das Bett ist ja richtig breit, gell? Jo. Weißt du das ungefähr vom Maß her? Ihr habt auf jeden Fall die 2 Meter, schätze ich. Gell? 2 Meter, genau. In der Mitte sind es genau 2 Meter. Ja. So haben wir unsere Box gebaut. Dass wir gesagt haben, wir wollen ein großes Bett, große Liegefläche drin haben. Wichtig. Und 2 Meter, genau. Und jetzt hier, das Hubdach geht bis zu 26 cm nach oben. Also das kann tatsächlich auch noch ein bisschen höher. Mhm. Hier ist der begrenzende Faktor einfach das Dach vom Crafter. Klar. Also wenn man ein höheres Fahrzeug hat, kommt man auch sogar noch ein bisschen, kommt man auf, glaube ich, Stehhöhe 1,92. Ja. Es ist natürlich hier, sieht man auch diesen Spalt dazwischen, da geht es natürlich um die gute Belüftung, dass es wirklich zirkulieren kann. Oder genau. Kein Kondenswasser drin und sonstige Geschichten, an die man jetzt mal erst denkt. Genau. Und das Modul ist ja so gebaut, dass man es einfach so rausnehmen kann. Man braucht keine Befestigung am Fahrzeug. Mhm. Man kann jedes Fahrzeug nehmen und es wird einfach nur reingeschoben und dann auf unsere Stempel gestellt. Ja, das weiß ich auch noch. Stempel ist das Stempel, Wort. Stempel, genau. Mit dem anti-rutschhemmenden Material, also so wie man das hier sieht, auf den liegt es dann nachher auf. Ne, wiegt ungefähr 450 Kilo, das ganze Teil, und steht dann auf diesen 4 Stempeln. Ja. Und wenn ich es jetzt rausziehen will,
Dann nehme ich es von den Stempeln runter. Ja. Ich frage ja jedes Mal nach dem Gewicht. Du hast es Gott sei Dank auch gerade gesagt, 450 Kilo. Das steckt ja jeder Kasten weg. Genau. Und tatsächlich brauche ich nur den Akkuschrauber. Ja. Ganz viele Leute fragen, wie mache ich es? Brauche ich einen Gabelstapler? Ja. Vier starke Leute. Man braucht nur den Akkuschrauber. Ja. Und dann geht's los. Das könnte sogar ich. Und dann hat man das integrierte Fahrwerk. Und jetzt ist zuerst das Hubdach immer runter machen. Ja, sonst klemmt es ein bisschen. Das wäre dann nicht so gut, wobei man jetzt eigentlich auch nichts beschädigen würde, falls man es mal vergisst, weil es fährt dagegen. Wenn man genau. Dann ziehst du ja nicht mit einem riesen Ruck raus. Nee. Machen es ganz vorsichtig. Ja. Das kann man alles alleine machen, jo. Was ja auch gut ist, weil ich habe, du weißt ja, die Hände voll. Ich genau. Fuchtel auch immer rum mit einer Hand, das ist ganz witzig, obwohl es keiner sieht. Rechts halte ich die Kamera und links fuchtel. Fuchteln sagt man in ganz Deutschland, glaube ich, gell? Meine Dialektspielereien. Ich glaube, ja. Ach, während du hier schraubst, ist es blöd, wenn ich jetzt mit dir weiterrede? Störe ich dich da in deiner gar Konzentrationsphase? Nicht. Wir haben hier oben, wird es arretiert, wenn es im Fahrzeug ist. Ja, wenn ich es jetzt rausbringe, muss ich die Arretierung eben lösen. Mhm. Und genau, dann für kann man. Ihr habt ja ein cooles Projekt gehabt. Haben wir da drüber schon gesprochen, wie wir das Werkstattmodul vorgestellt haben? Das kann man ja ruhig nochmal erwähnen. Ihr hattet ja einen Langstreckentest mit Plug-Van. Mit Plug-Van, sowohl mit Plug-Van als auch, würde ich sagen, mit dem E-Crafter. Wir haben den Frank gefunden. Mhm. Beziehungsweise er hat eher uns gefunden. Der hatte die irre Idee, mit einem E-Crafter ans Nordkap zu fahren. Cool. Und hat das im letzten Jahr, ich glaube im August gemacht und ist tatsächlich innerhalb von 2,5 Wochen mit 93 Ladestops einmal ans Nordkap und wieder zurück. Aber immerhin. Ja, E-Crafter, unser Modul drin, passt also auch in Elektrofahrzeuge. Und genau, hat ihm Spaß gemacht. Da hat Volkswagen ja mit euch zusammengearbeitet. Ja. Das ist ja auch mal schön. Dann stand auch der E-Crafter mit Modul in der Autostadt. Ja, genau. Und das ist ja schon was, wo auch nicht jeder reinkommt. Das ist doch toll, da kann man stolz sein drauf. Ja, so ein bisschen die Kür bei Volkswagen. Hat uns auch sehr gefreut, dass das geklappt hat. Falls ihr eine Weltreise plant, ich würde mich zur Verfügung stellen. Mit dem E-Crafter. Mit dem E-Crafter. 3 Jahre gefühlt. Schätze ich mal. Ja. Nix 80 Tage um die Welt. Aber es ist alles möglich und es wird sich ja auch noch alles verändern. Also Frank sagt auch, der ist jetzt ja gefahren, der sagt halt, du hast bei jedem Ladestopp und gerade in Norwegen hast du halt Zeit. Ja. Du guckst dir halt ein bisschen Landschaft an und so und fährst ganz gemütlich deine 100 Kilometer, machst dann den nächsten Stopp. Auch da muss man der Typ für sein, ne? Also genau. Ich höre das aber oft auch von anderen E-Autofahrern. Ich möchte jetzt diesen Markennamen mit T am Anfang und Esla am Schluss nicht unbedingt erwähnen. Ja. Aber wenn du mit denen sprichst an den Ladesäulen, die arbeiten diese halbe Stunde, Stunde, wo sie am Supercharger hängen. Die haben gesagt, sie haben ihr Verhalten umgestellt, haben sich der ganzen Sache angepasst und ziehen da jetzt richtig Nutzen draus. Weil das ist eine Erholungsphase, wenn man es richtig nimmt. Man muss ja nicht immer 800 Kilometer durchprügeln. Ja. Und wir sind viel entspannter beim Fahren. Ja. Siehst selten Teslas mit 380 an dir vorbeidüsen. Können weil sie auch dann auch leer sind. Genau. Also. Jetzt muss ich mal eben gucken, ob wir vorne, ne, er steht auf den Stempeln, ist normalerweise an 4 Punkten verzurrt. Ja. Ich habe es jetzt eigentlich schon gelöst. Aha. Soll ich da mitgehen? Ja. Ich folge dir mal. Komm mal mit, genau. Ich habe es hier vorne, ist es noch nicht gelöst. Und man sieht, wir haben hier noch ein bisschen Platz. Mhm. Ne, das ist jetzt ein L2-Fahrzeug. Das heißt, Laderaum ungefähr 3,20 Meter. Unser Modul ist 2,10 Meter. Ja. Und den Platz kann man entweder nutzen, um seine Fahrräder mitzunehmen oder viel Gepäck mitzunehmen, noch ein extra Bett reinzustellen fürs Kind. Oder ab August wird es von uns auch das Badmodul geben. Das filmen wir natürlich wieder, weil ich will unbedingt in Berlin mal bei euch vorbeischauen, wo die Dinger auch verarbeitet oder manufakturiert werden. Manufakturiert, oh Gott, meine Wörter. Genau, und jetzt lösen wir im Endeffekt hier den Zürgut noch. Die weitaus heftiger ausgelegt sind, die Zurpunkte, als das, was er da wirklich halten muss, gell? Ja, genau. Wir haben uns da an den heftigsten orientiert, die es so gab. Und genau, also es reißen eher die Zurpunkte im Auto, als die Zurpunkte bei uns am Boden. Ja, eben. Das muss man immer sagen, dass die Leute nicht meinen, sie haben da ein Geschoss hinter sich, das sie dann erschlägt, wenn irgendwas ist. Nee, es ist doppelte Sicherung. Wir haben das von der Dekra zertifizieren lassen, genau, die Ladungssicherung. Wichtiger Punkt. Mhm. Genau. Und es zählt auch nur als Ladung. Umschreiben als Wohnmobil ist nicht möglich und ist ja auch nicht gewollt bei unserem Konzept. Nee, es ist ja, schauen wir mal, wie sich die steuerliche und versicherungsrechtliche Situation jetzt nach Corona mit den Wohnmobilen entwickelt. Vielleicht auch die sinnvollere. Ja. Sehen wir mal. Genau.
Einmal zur Sicherung, ja. Einmal einhaken, nicht, dass einem das gesamte Modul rausrollt, ja, ja. Wenn man es jetzt, wenn man ein bisschen schief steht oder so. Also ebener Untergrund ist natürlich empfehlenswert, genau. Ganz klar. Hier auch noch einmal gelöst. Ich bin begeistert von den Reflexionen der Panoramascheibe. Das ist echt cool. Und dann haben wir es, wenn wir es jetzt alles richtig gemacht haben, ja. Dann merken wir schon, es ist ja, auf ja, dem... Ja. Auch das ist neu. Wir haben Unterbodenrollen und können jetzt auch im Fahrzeug das Modul noch ein bisschen hin und her justieren. Mhm. Bei der alten Version musste man immer sehr genau gucken, dass man dazwischen gekommen ist und auch auf beiden Seiten so ein bisschen gleich war. Und jetzt können wir es einfach im Fahrzeug hin und her ruckeln und in die richtige Position stellen. Kann ich mich daran erinnern, ja? Du musstest halt wirklich ja, straight genau. rein. Ja. Alt, alles alt, brauchen wir nicht mehr. Ja, ja. Also hier haben wir übrigens, hatten wir bei dem Basismodul auch nicht, noch einen kleinen Außenduschanschluss. Wichtig ist die Wahl. Ja, wir warten noch auf das Wetter dafür, aber... Für Hund, Katz, Maus, Surfbrett, Kind. Vielleicht im August. Ja, schauen wir mal, wie es sich entwickelt. Genau, und jetzt ziehen wir es einfach raus. Ja. Und genau, man sieht, glaube ich... Wie geschmeidig 450 Kilo zu rollen sind. Ja. Ja. Genau, und wenn wir es jetzt rausgezogen haben, das vielleicht nochmal, das nur kurz zum Zeigen, dann haben wir es halt, die Stempel tauschen wir aus, ja. Die nehmen wir einfach runter. Aha. Da aha. ist dieses Anti-Rutsch-Material drauf. Ja, verstehe. Und ja, komm, dann, ruhig erst zeigen. Und dann haben wir wieder... Wer das Thema verfolgt hat, merkt jetzt auch gerade diese Veränderungen im Kleinen, die Feinheiten, genau, dass die ihr Feinheiten. Nicht aufgehört habt, sondern einfach ja. hier weitermacht. Ja, genau. Also als häufiger Nutzer von Rein- und Rausbauen, man kann jetzt den Stempel halt, bevor man es ins Fahrzeug schiebt, kann man den Stempel einfach wieder reinhängen. Der wird dann hier einfach installiert. Und dann kann man es mit dem Stempel reinfahren. Das heißt, ja. es geht noch schneller. Okay, also, verstehe. Genau, und jetzt haben wir hier, jetzt lassen wir die Stützen runter. Da haben wir auch wieder zwei Punkte. Ja. Aus Sicherheitsgründen. Ja, ja, ja. Und lassen den ja, auf ja. eine Höhe. Das sehen wir, ja, das ist wunderbar. Genau, und können dann, hallo. Hallihallo. Und können dann... mit dem Akkuschrauber wieder hier unten die Räder drunter machen, drunter bauen. Das Interessante ist, wenn man das eben im Detail hier mal filmt und sieht, dass es nichts ist, was man schnell in der Garage zusammenbaut, sondern eben inklusive Abnahme, Prüfung, Zertifizierung, diese ganz kleinen Schritte, das kostet natürlich auch ein paar Euro. Das ist ja, genau. Viele meinen, ach ja, nehmen wir ein paar Spannplatten, bauen wir so eine Box und ja. wissen dann alles besser. Aber die meisten haben schon erkannt jetzt, dass das wirklich eine Ingenieursleistung ist. Ist so. Genau, also es ist einfach, wir haben jetzt 3 Jahre lang dran gearbeitet, ja. seit Mitte 2018. Und ist jetzt auch die 3. Generation von Modul. Und da merkt man einfach, dass es im Detail immer besser wird. Wir optimieren die ganze Zeit daran. Genau. Wir hatten, wer sich daran erinnert, wir hatten bei der letzten Version hatten wir noch so Türen. Mhm. Auch aus einem ähnlichen Material wie das Panoramafenster. Das sah sehr, sehr schick aus. Aber sobald das Auto ein bisschen schief steht, kommt dir die Tür halt immer auf der einen Seite entgegen. Ja. Und das macht, es macht einfach... Sinnvoll. Genau. Und jetzt haben wir die... jetzt haben wir einfach die Zelteingänge genau. und die kann man dann in der Mitte einfach zumachen und dann sieht es auch sauber aus und sie sind verriegelbar zusammen mit dem Panoramafenster, ja. Sodass man dann, wenn man, hattest du glaube ich vorhin schon gesagt, wenn man irgendwo nett steht und einigermaßen das Gefühl hat, es ist sicher, dann kann man die Türen einfach offen lassen und schläft dann einfach bei offenem Panoramafenster mit kleinem Vorhang innen drin, den man sich anbringen kann und das ist alles wunderbar. Klasse. Jo. Da steckt viel Leidenschaft drin. Ich bin immer verführt, das Wort Leidenssaft zu nehmen, weil das ist ja nicht so weit weg. Und ich glaube, ohne Leidenssaft keine Leidenschaft. Das ist halt mal so. Und die dann Leidenschaft, weil da brütet man schon mal einige Monate oder Nächte und so weiter. Wie kann man es besser machen, anwenderfreundlicher? Genau. Aspekt, da sieht man Fortschritte, ja. Ist auch ein bisschen schade, dass wir jetzt die ganze Zeit nicht auf den Messen sein konnten, weil es schon... Also die Leute sind begeistert vom Konzept und es ist schön, das zurückzubekommen. Es ist das, was man wirklich herzeigen muss. Das machen wir zwar jetzt hier digital, das ist, schließt ja schon mal das ist ein großes Bindeglied, sage ich jetzt mal. Ja. Aber bei euch in Berlin kann man auch vorbeikommen? Bei uns in Berlin, genau, bei uns in Berlin kann man vorbeikommen und wir werden Anfang Juni unsere Händlerseite online schalten auf unserer Webseite, wo dann unsere Partner auch vertreten sind. Mhm. Also wir vertreiben es jetzt in Deutschland überwiegend über Nutzfahrzeughändler. Macht das Sinn? Genau, die Fahrzeuge auch im Angebot haben
Und bei denen kann man sich dann hoffentlich dann im Juni, Juli auch Module angucken. Aber jetzt nicht markengebunden. Nicht, dass der eine Zuschauer sagt, der muss jetzt unbedingt zum VW-Händler gehen, sondern das spielt keine Rolle. Nutzfahrzeug steht Nutzfahrzeug, über dem Thema. Genau, ja. Genau. Wir haben Iveco-Händler, wir haben Volkswagen-Händler und auch die anderen Marken. Ja. So peu à peu. Genau, wir sind nicht herstellergebunden. Und ja. Und der nächste Schritt wäre jetzt für die, die es nicht gesehen haben, entweder das Video gucken, wo wir das Ding dann ganz rausziehen. Aber wir sind jetzt bei 20 Minuten und ich glaube, damit haben wir schon mal den Next Step gemacht. Habe ich so viel geredet oder du oder wir beide? Aber du. Wir machen es gemütlich. Ja. Okay, meine Bruttozeit ziehen wir ab, dann sind wir wieder auf 15. Nee, ich glaube, genau. Es ist, wenn man es jetzt rausgefahren hat, schaut es euch einfach im anderen Video an. Dann kann man es halt in die Garage packen. Nicht, dass wir jetzt zu faul sind, aber es ist halt so. Ja. Da steht Plugwayne. Übrigens, folgt auf sämtlichen Kanälen, sind ganz aktiv auf Instagram. Vielen Dank. Daher kannte ich auch die Vorhangänderung schon und einige Kleinigkeiten. Ich lasse auch meine Likes da und das ist auch brav. Ja. Solltet ihr auch machen. Und ansonsten verknüpfen wir natürlich wieder mit der Homepage, mit den bestehenden Videos. Und dann gibt es das nächste Update vom Bart-Modul. Ja. Meldet euch bei unserem Newsletter an. Ein Manufakturbesuch. Genau. Oder sonst bei Camper Tobi dann auf dem Channel. Wir geben alles weiter. Logisch. Wir haben euch alle lieb. Piep, piep, piep. Das habe ich schon lange nicht mehr gesagt. Das ist ganz furchtbar, aber es ist so. Und wir freuen uns, wenn ihr jetzt alle wieder auf den Stell- und Campingplätzen dieser Welt versammelt seid, euch austauscht und macht und tut. Es geht wieder los. Es geht wieder los, gell? Es tickt gleich ganz anders und wir freuen uns. Die Sonne kommt raus. Ja. Campingplätze öffnen hier morgen, haben wir gehört. Ja. Bayern hat schon. Baden-Württemberg zieht jetzt gerade so nach, je nach Inzidenz. Und wir machen uns auf die Reise. Wir haben ja momentan einen ähnlichen Job. Wir düsen durch die Weltgeschichte und informieren über Produkte. Ja. Viel Spaß. Vielen Dank. Mach's gut. War schön, dich wieder mal gesehen zu haben. Ebenfalls. Fortsetzung folgt und ein Blick in den baden-württembergischen Freitagnachmittagshimmel. Ist das nicht schön? Wir haben ein schönes Plätzchen erwischt. Genauso wollte man das. Der Flughafen hatte leider zu, aber da filmen wir dann auch mal irgendwann. Tschüss.